Hallo und herzlich willkommen bei Galileo am Sonntag. Schauen Sie mal bitte, das hier ist ein Burger, wie wir ihn kennen. Aber da kommt jetzt noch ein großer Schuss Brühe drauf. Ja, so sieht der neue Burger-Trend von New York City aus. Und er verspricht, der saftigste Burger der Welt zu sein. Mein Kollege Jumbo Schreiner musste das natürlich mal ausprobieren und hat sich dabei die Hände so richtig schön dreckig gemacht. Jumbo auf der Suche nach der Food-Sensation, dem angeblich saftigsten Burger der Welt. Look at how it's dripping. Was ist das Geheimnis? Chefkellner Richard ziert sich lange. Bratenfett und Wasser. Was meinst du? Das klingt nach einem richtig miesen Geschäft. Wie um alles in der Welt soll man das essen? Ein Einsatz, der selbst unserem erfahrenen Food-Spezialisten einiges abverlangt. New York City, bekannt für die neuesten Food-Trends. Die Amis sind gerade richtig wild nach dem Brühe-Burger und feiern ihn auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Aktuell schwebt ein Burger-Phantom durchs Internet. Die sozialen Netzwerke sind voll. Es handelt sich um den Gargiulo-Burger. Freunde, das soll der saftigste Burger der Welt sein. Und deswegen bin ich hier. Weil wenn sie mich angelogen haben und der gar nicht saftig ist, dann kracht's aber gewaltig. Aber erst muss ich mal hin. Ab nach Brooklyn. Vor dem Vergnügen kommt der Verkehr. Typisch New York. Bin ich froh, aus Manhattan raus zu sein. Und nach über einer Stunde 20 Minuten Fahrzeit bin ich in Brooklyn angekommen. Jumbos Ziel liegt mitten im Herzen von Brooklyn. Das Restaurant Brennan & Carr eröffnet im Jahr 1938. Hier soll es den angeblich saftigsten Burger der Welt geben. Zur Mittagszeit brummt der Laden bereits. Richard ist hier der Chefkellner und das schon seit über 30 Jahren. Immer in Krawatte und weißem Dinnerjacket. Hello, hey, wie geht's? Hello, not too bad. How are you doing today? Sehr gut und sehr hungrig. Da bist du hier richtig. Dann schau ich mal. Zunächst der Blick auf die Speisekarte. Neben dem ganz normalen Fastfood findet Jumbo auch den gesuchten Gargiulo Burger. Es ist ein abgewandelter Burger mit Fleisch, Roastbeef, Käse und Zwiebeln, wenn du die möchtest. Und Soße zum Eintunken. In was? In Rinderbrühe. Im Burger. Aber mehr kann ich nicht verraten, sonst verliere ich meinen Job. Wenn das nicht saftig ist, dann weiß ich es nicht, Freunde. Und ihr macht das hier in der Küche? Ganz genau. Das muss ich mir ansehen. Da komme ich mal rum. Komm, gern. Seit 1938 ist die Speisekarte unverändert. Hier gibt es Burger und amerikanische Hausmannskost. Nur selten darf jemand in die heilige Küche. Für Jumbo macht das Brennan & Carr heute eine Ausnahme. Lass mich sehen, wo die Action abgeht. Klar. Die Zubereitung beginnt, klar, mit dem Fleisch. Überraschenderweise gibt es nicht nur Hackfleisch, sondern Roastbeef. Das ist ein Stück aus dem hinteren Rücken des Rindes, das besonders saftig ist. Das Roastbeef wird hausgemacht und soll eines der besten von New York City sein. Ist das ungewürzt oder mariniert ihr das? Nicht mariniert. Und woher kommt der Geschmack? Das Geheimnis ist die Rinderbrühe. Alles klar, das Roastbeef wird nicht gewürzt. Die Geheimwaffe, der absolute Killer, ist quasi die Brühe. Traditionell wird das Roastbeef am Stück 90 Minuten bei 180 Grad gegart. Die lange Garzeit sorgt dafür, dass das Fleisch besonders saftig bleibt. Ich bin mal gespannt, wie das Roastbeef rauskommt, denn im rohen Zustand hat das Ding echt geil ausgesehen. 200 Kilo Roastbeef braucht das Team für den Gargiulo Burger jeden Tag. Denn das Restaurant ist immer voll. Ich gehe hier essen, seitdem ich auf dem College war. Das ist hier um die Ecke. Wir leben zwar nicht mehr in Brooklyn, aber wir kommen so oft wir können. Ich komme seit 50 Jahren hierher. Ich liebe das Roastbeef. Das habe ich schon als Kind hier gegessen. Ich tunke meine Pommes gern in die Brühe. Es schmeckt hier einfach alles. Das weiche Brötchen mit der Soße und dem Roastbeef. Und es ist immer gut und schmeckt immer gleich. Sie haben das Rezept nie geändert.
And it's been that way ever since. Und genau diesem Rezept will Jumbo auf die Schliche kommen. Mittlerweile ist das Roastbeef nach 90 Minuten im Ofen perfekt gegart. Das sieht ja verdammt gut aus. Wir sind zwei, also hol zwei raus. Oh, das tropft. Perfekt. Und das hier bleibt über. Guck dir das mal an. Das flüssige Roastbeef-Fett vermengt Richard mit der bereits vorgekochten Rinderbrühe. Das Ganze zurück in den Topf schütten und weiter köcheln lassen. Jumbo versucht Richard, das Rezept für die Brühe zu entlocken. Was ist denn da drin in deinem Geheimrezept? Das darf ich nicht sagen. Zwei Zutaten, komm schon. Zwei? Ja. Bratensaft und Wasser. Wie hört sich das an? Na toll, da habe ich ein mieses Geschäft gemacht. Das Soßenrezept hat seit Jahrzehnten niemand verändert. Knoblauch? Pfeffer? Vielleicht. Pfeffer vielleicht? Ja, vielleicht. Ein Tipp, komm. Okay, diese fettigen Endstücke schmeißen wir auch noch mit rein. Das zusätzliche Fett kocht einfach mit. Das gibt mal ein gutes Süßchen, Freunde. Ich bin mal gespannt, wie der Burger schmeckt. Das Rezept für diesen Burger ist schon 80 Jahre alt. Der Gargiulo-Burger wurde 1938 erfunden. Mitarbeiter eines italienischen Restaurants namens Gargiulo kamen zum Essen und wollten Roastbeef und Cheeseburger zusammen auf einem Teller haben, mit viel Soße. Die Geburtsstunde des Gargiulo-Burgers. Der Burger kostet heute umgerechnet knapp 7,15 Euro. Das fertig gegarte Roastbeef schneidet Richard jetzt in hauchdünne Scheiben. Das sieht mal super aus. Da steht Jumbo drauf. Isst du überhaupt selbst noch einen? Ein-, zweimal die Woche. Zweimal. Du weißt schon, dass man bei Galileo nicht lügen darf. Zwei-, drei- oder siebenmal die Woche wäre cool. Neben 200 Gramm Roastbeef kommt gleich auch noch Hackfleisch auf den Burger. Wie viel haut ihr denn am Tag raus von den Dingern? Ein paar hundert? Das Ding ist berühmt. Alle bestellen den. Wie willst du denn deinen Burger? Wie isst man ihn denn? Medium rare wollen ihn die Leute meistens haben. Dann wird er medium rare gemacht. So ist das Patty in der Mitte später noch schön rosa. Das Burger Bun ist ungewöhnlich. Statt weich und fluffig, harte Kruste. Das sieht ja aus wie ein deutsches Kaiserbrötchen. Sagen wir auch dazu. Ihr nennt das auch Kaiserbrötchen? Genau. Ich fahre nach Brooklyn, um eine Kaisersemmel zu bekommen. Auch nicht schlecht. Die Brötchenhälften röstet Richard kurz auf der Innenseite an. Jetzt kommt das Roastbeef dazu. Pro Burger 150 Gramm. Oh, das sieht super aus. Freunde, da ist eine Portion Roastbeef drauf. Das kriegt man sonst nicht am kalten Buffet auf einer Hochzeit. Nicht schlecht. Die Roastbeef-Scheiben legt Richard auf das Burger-Patty und dann kommt das erste Mal die berühmte Soße ins Spiel. Einen kleinen Becher gießt Richard direkt über das Fleisch. Dank der Glocke verdampft die Soße kaum und das Fleisch bleibt saftig. Oh. Garniert wird der Burger mit zwei Scheiben Käse und gegrillten Zwiebeln. Und auch mit der Soße geizt hier niemand. Und noch mehr Soße. Mehr? Ein bisschen mehr. Noch mehr Bratensoße? Na klar. Schließlich soll das ja auch der saftigste Burger der Welt werden. Wenn ihr das riechen könntet, das ist wie, Mama hat den Sonntagsbraten gemacht und du riechst die Bratensoße. So riecht das. Noch sieht er recht gewöhnlich aus. Der Burger ist fertig? Nein. Immer noch nicht. Was fehlt denn noch? Der muss noch in die Brühe getunkt werden. Das muss ich sehen.
Wir auch. In einem rechteckigen Behälter köchelt die berühmte Soße literweise vor sich hin. Das ist die Brühe. Darin tunken wir unsere Roastbeef-Sandwiches und den Gajulio-Burger. Das lieben die Leute. Das ist die pure Energie. Los, rein damit! Die stundenlang gekochte Soße kippt Richard mit der Schöpfkelle einfach über den Burger, bis sich das Brötchen vollgesogen hat. Und noch ein bisschen. Einfach ein bisschen drüber. Genau. Du kannst jetzt schon sehen, wie sich das Brötchen vollsaugt und anfängt zu blubbern. Das ist mal ein saftiger Burger, Freunde. Optisch schon mal ein echter Hingucker. Aber wie schmeckt er? Und wie bitteschön isst man den jetzt? Ich sag dir was, du bist wie meine gute Fee. Wie bitte? Und Feen erfüllen Wünsche und du hast mir meinen erfüllt. Das freut mich sehr. Ich sehe zwar deine Flügel nicht, aber du fliegst bestimmt in die Küche und bringst mir meinen. Gerne. Ein Wunsch geht in Erfüllung. Lass ihn dir schmecken. Und jetzt kenne ich das Geheimnis. Aber behalt's für dich. Echte Burgerliebhaber greifen jetzt beherzt zu. Egal, was kommt. Ich habe noch ein bisschen Angst, das Ding einfach hochzureißen, weil das ist so saftig. Das, glaube ich, geht wahrscheinlich los wie eine Sprinkelanlage. Da läuft die ganze Soße raus. Saftig ist wirklich noch untertrieben. Die Soße spritzt fast schon aus dem Burger. Alter Verwalter. Hör dir mal, wie der tropft. Ich hab mir ein frisches T-Shirt angezogen, aber das ist mir wurscht. Spielverderber können den Burger natürlich auch mit Messer und Gabel essen und ihn in einen extra Topf Soße tunken. Aber das wäre ja nur halb so lustig. Immer umdrehen, damit die Soße ganz ins Brötchen läuft. Appetitlich sieht es ja nicht gerade aus. Schmeckt es denn? Ja, ich weiß. Es ist eine Sauerei. Aber das schmeckt so geil. Und mir ist wurscht, wer hier zum Schluss zusammenwischen muss. Weil irgendjemand muss auf alle Fälle wischen. Das Ding tropft und sabbert, aber schmeckt sowas von sensationell. Das Ding ist einfach ein volles Pfund auf die Rippen. Und für 8,25 Dollar ist das für New Yorker Verhältnisse ja schon fast ein Schnäppchen. Der Gajulio Burger steht nicht ohne Grund seit 80 Jahren auf der Karte. Falls Sie also eine Reise nach Brooklyn machen, ziehen Sie sich auf jeden Fall ein altes T-Shirt an. Denn diese Delikatesse ist eine matschige, saftige Angelegenheit.